Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Wir irren jetzt seit zwei Folgen hier in diesem kleinen Irrgarten durch die Gegend und haben in der letzten Folge sogar einen Beschwörer, ich wollte schon Zauber sagen, nein, Beschwörer Materia gesehen. Und die möchten wir ja eigentlich haben. Nur leider befindet sie sich, wo ist das? Da in diesem Schacht. Kommen wir natürlich nicht rein, ne? Man sieht es, ich wäre wahrscheinlich in Stücke gerissen worden, wenn ich das haben möchte. Deswegen müssen wir von hinten rein. Wie es sich gehört. Und dafür müssen wir einmal hier rüber und hoffen, dass hier nichts kaputt geht. Da vorne ist schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja, das muss er sein. So, zudem haben wir hier noch eine andere Beschwörer irgendwo rumliegen. Abschnitt H, Strahler 1. Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Bix gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Okay. Wir haben eine grüne Materia und eine rote Materia. Sind das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist? Bitte was? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Zäh. Wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt, dann ist sie finster wie die Nacht. Tja, eigentlich nicht, weil Shinra produziert ja Strom. Aber ich weiß, was er meint. Irgendwann hat die Erde ja halt auch keine Energie mehr, ne? Und dann... Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr lasst so eine Birne oder so einen Apfel ein bisschen lang stehen und dann schrumpft er so in sich zusammen. Das wird mit der Erde passieren, sie wird leer gelutscht. So, wir durften uns ausruhen. Was auch immer das bedeutet. Wieso haben wir zwei Lifts? Da ist noch eine Materia. Das ist noch ein Beschwörer, oder? Die sind doch lila, oder? Oder waren die rot? Wo kann ich das nochmal sehen? Ne, die waren rot. Aber was war denn lila? Wie kommen wir da hin? Ah, 6. Wenn ich jetzt den ganzen Weg da deswegen zurücklaufen muss, weil ich das da übersehen habe. Ach nee, das war der am... Oder? Oder war das ein anderer? Okay, könnte sein, dass wir da hinkommen. Kann ich irgendwas machen? Warnung, Stromversorgung unzureichend. Na gut. Erst müssen wir die Strahler ausmachen. Ja, ich dachte, vielleicht gilt das nur für den Aufzug da hinten. Aber gut, ha. Da kann ja was werden. Ist das ein Geschütz? Du bist doch eins ein Geschütz. Gefällt mir nicht. Höre Schritte. Über mir? Ah, das muss über mir sein. Hier ist eine Treppe. Wo ist jetzt die andere Materie, die ich gesehen habe? Da! Lass uns mal einen Blick riskieren. Komme ich hier lang? Da ist ein Lift. Ah, ich verstehe. Aber wir müssen ja, wir müssen die Sonne eh ausschalten, ne? Das heißt, wir kommen dahin. Okay, perfekt. Dann lass uns doch mal hochgehen. Hallo, wer ist da? Okay, drei dieser Viecher. Guten Tag! So, gegen die war Blitz gut, ne? Ich glaube schon.
Achso, ja, stimmt. Ich muss ja erstmal ATP aufbauen. Zack. Wobei, ich mach mal einfach mal einen Mutangriff. Oder nee, Schwertsturm ist besser, ne? Das sollte reichen. Ja, das war auf jeden Fall besser. Ich find's schön, wenn ich das nicht das einzige Ziel bin, was die Gegner angreifen können. Au. Keinen kommen. So, dann gucken wir mal. Ich glaube, das war Blitz gegen die. Blitz und Donner. Ja, ja, Blitz. Den Insektenblitz, das muss ich mir immer merken. Dankeschön. So. Kurz Überblick verschaffen, bis zu dem Strahler rüber, ne? Ah, ich hab gehofft, wir können hier einfach rüber. Was soll das jetzt? Das wäre hier ein Fahrstuhl oder so, hä? Wer baut denn sowas? Man weiß es nicht. Da, der Schalter. Na dann, Lichter aus. Nee, falscher Weg. Ja, ja, ich halte ja schon. Das war Nummer 1. Und der ist auch so. Stromversorgung wird wiederhergestellt. Das wäre Strahler Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da. Oh nein, die Geschütze sind aktiv. Oh. Abwehrsystem wird hochgefahren. Ja. Das Abwehrsystem. Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Das sagst du. Ich vergesse immer wieder, welche Taste die Abwehrtaste ist. Das ist nicht gut. Aha, ich wusste es. Entwickler sind berechenbar, Leute. Man muss sie nur kennen. Eine Phönixfeder. Gehen sie alle persönlich. So. Oh. Da geht's überhaupt keinen Weg hin. Wir müssen noch den Strahler ausmachen. Ja, wir werden das von oben aus machen. Das heißt, wir müssen mit diesem Fahrstuhl runter, sobald der Strom wieder da ist. Oh, ich hoffe, ich muss nicht den ganzen Weg zurücklaufen. Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Ich versteck mich. Was war die Abwehrtaste? Das war nicht die Abwehrtaste. Da. Aha. Ja, du machst das schon, ne? Ich komm ja nicht an. Oder? Nö, komm nicht an. Ich kann mal analysieren und gucken, was gut gegen die ist. Kann nicht schaden. So, wirksames Strom, alles klar. Starkresistenz gegen Wind, immun gegen Schlafen, ist logisch. Den kann auch nicht schlafen. Okay, ja, dann. Tifa, Magie. Ach, komm schon! Na, wenigstens hast du Blitz. Oh, der ist kaputt. Okay, alles klar. Einmal Blitz reicht. Ey, greif mich. Wieso greifst du mich an? Ich bin nicht derjenige, der dir wehtut. Aber anscheinend ziehe ich Aggro. Das muss an meiner Frisur liegen. Na gut. Das etwa schon alles? Na, das kann ja heiter werden. Ja, die Abwehrsysteme laufen leider auch wieder. Ach, verdammt! Ich hatte kurz gedacht, dass man hier lang kann. Wir müssen. Ach, komm schon! Muss ich jetzt wieder runter? Funktioniert der eine Aufzug wieder? Ich sehe dich doch. Der Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Da geht noch was. Ja. Schwach. Das sind sehr viele Gegner, ganz ehrlich. Magie, Blitz. Gewitter, bringen wir es hinter uns. So, Chase Dinger können weg.
Nein! Hochspannung! Er hat jetzt so viel Schaden bekommen. Na egal. Dann zertrümmern wir den wenigstens. Wir können uns gleich eh ausruhen, von daher. Was soll's. Schon erledigt. So, dann hoffen wir mal, dass dieser Fahrstuhl hier funktioniert. Weil wir brauchen ja für den hier brauchen wir ja nur drei, ne? Da könnte man sich doch ausruhen. Ha. Ich gebe übrigens erst Ruhe, wenn ich diese Materie habe. Ich bin gierig. Zur Not laufe ich ehrlich gesagt auch ganz zurück und suche dann Fahrstuhl oder irgendwas. Irgendwas muss da ja geben. So, ich vermute einfach mal, dass dieses Ding jetzt hier funktioniert, weil ich muss da rüber. Ja, da sehe ich Strom. Komm. Warnung, Stromversorgung und so. Okay. Ich sehe da ein Licht von zwei. Bedeutet das etwa, dass ich zwei von den Säulen ausschalten muss? Wie sieht's hier drüben aus? Ein Licht von zwei. Ach komm, ey. Und doch kein Scheiß. Okay. Ja, da drüben ist noch eine Sonne. Ist die aktiv? Oder haben wir die ausgemacht? Ne, die haben wir ausgemacht. Aber die ist auch aus, wo wir hin müssen. Ne, die ist an. Aber die ist auch an. Die sind beide an. Die ist aus. Also das sind die beiden Sonnen, die wir noch ausmachen müssen. Dafür müssen wir darüber. Leute, was soll denn das? Hab ich da noch eine Materie gesehen? Nee. Leiter hoch und dann darüber. Okay. Wir müssen dahin. Nur wie? Nur wie ist hier die Frage? Das ist eine gute Frage. Ist da überhaupt ein Weg hin? Hä? Ich sehe da keinen Weg hin. Ja, das ist ja ein bisschen ungünstig. Aber wir probieren es einfach mal irgendwo lang zu gehen und dann gucken wir mal. Hier kommen wir ja nicht lang. Und das hier ist der einzige Weg, der vorwärts führt, ne? Aber was soll das? Ich verstehe diese Dinger hier nicht. Oh. Alter! Stell dich davor, Cloud! Was ist los mit dir? Oh, die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Okay, jetzt ergibt es Sinn. Aber wir machen nicht das hier, weil das wäre viel zu logisch. Wir machen das hier. Und dann gucken wir darüber. Gucken, was hier ist. Kästen, die keine Struktur hatten. Nice. Oder eine Kiste. Wer jetzt gedacht? Ich kann die Gedanken der Entwickler lesen. So sieht's aus. Okay, jetzt laufen wir nochmal zurück und dann schieben wir das Ganze zurück. Es wäre lustig, wenn ich einen von denen sagen könnte, hey, bleib mal da stehen. Mal gucken, was dann passiert wäre. Aber es geht ja leider. Wir müssen vorausschauen, denken, überlegen, wo wir ankommen. Ja, ja, ist ja gut. Ich habe überlegt und ich wusste, dass da eine Kiste ist. Also jetzt bleib mal ruhig, ja? Ich bin hier der Profi. Toll, muss unser Glückstag sein. Und du bist die Muskeln, okay? Vor allem Glückstag. Wo ist der nächste Strahler? Ja, besser, wir behalten unser Ziel im Auge. Zum Glück sind die Dinger wenigstens schwer zu übersehen. So gut wie erledigt. Was bist du denn? Kämpf einfach. Kein Problem. Das ist ein Seepferdchen, das fliegen kann. Das ergibt ja mal gar keinen Sinn. Nein! Oh, lol. Was machst du denn da hinten? Aber was soll denn das? Bist du irgendwie doof geworden oder? Hä? Alles klar, Seepferdchen. Bin bereit. Das Seepferdchen geht ab. Warte. Ich will Analyse machen gegen das Seepferdchen. Hippokampf.
Ein amphibisches Lebewesen, das feuchte Lebensräume mag und sich vom Blut anderer Lebewesen ernährt. So ein riesen Seepferdchen als Zecke. Was geht denn ab? Es spürt seine Opfer durch Vibration und Temperaturveränderung auf. Diese Kreatur dreht sich, wenn sie eingeschüchtert ist. Währenddessen ist sie gegen Nahkampfangriffe gefeit. Es ist klar, ist logisch. Wir haut da auch so ein Schwert rein. Und sollte mit Fernkampfwaffen bekämpft werden. Sobald sie aufhört... was? Nein. Sich zu drehen, ist sie schockanfällig. Wirksam ist Eis. Ja. Tiefer? Mach mal hier, ne? Ach Gott, seid ihr... Ihr seid so alle nervig! So, weißt du was, Barrett? Mach mal kurz. Die Geschütze nerven jetzt übelst, ne? Übernimm du. Oh. Ja, ich weiß, wie man wechselt. Es geht los. Ich muss Barrett jetzt nehmen. Hab ich hier das sagen. Und das Ding kaputt machen. So. Okay, was haben wir denn? Schockschuss. Steht da, machen wir einen Schockschuss hier. Ein Barrett Spezial. Nicht übel, was? Genau so. Zeug für einfach Prügel. So geht das doch schon einfacher, diese kleinen Nervensägen. So, dann machen wir nochmal. Du hattest kein Eis, ne? Ne, das hatte Tiefer. Aber Eis ist scheiße, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn die Leute sich bewegen, dann bringt Eis gar nichts. Genau da gehörst du hin. So. Das war's dann wohl. Holy shit, war das nervig. Oh, Gottes Willen. Nervigeren Kampf hatte ich schon lange nicht mehr. Ah! Ich hoffe, davon kommen nicht noch mehr. So, hier haben wir eine Sonne. Das war wahrscheinlich nicht die, die wir wollen, ne? Kleiner Überblick. Doch. Und hier müsste irgendwo ein Fahrstuhl sein, oder? Oder? Ja, hier kommen wir nicht rüber. Es muss einen Weg hier runter geben. Machen wir erstmal die Sonne aus. Aha, ich sehe eine Leiter. Ich hoffe, das ist die beste Materie der Welt. Strahler Nummer 2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Ja, weil was du nicht sagst, habe ich schon mich gesehen. Doch aus, oder? Sind das da unten die Slums von Sektor 4? Ja, willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? So. Da möchten wir hin. Und... da. Jetzt wollt ihr mich verarschen, oder? Wie soll ich denn da rankommen? Uff. Wir werden einen Weg finden. Es gibt immer einen Weg. Die Entwickler hier verarschen jetzt mich zu gehen. Nein! Führ mich doch nicht weg! Ich wette, ich muss da runter. Wir haben eine Menge Sonnen ausgeschaltet. Die Welt braucht nur eine Sonne, die echte. Shinras dreckige Technologie ist kein Ersatz. Toll. Moment mal. Das heißt, wir müssen dahin zu H5. Da führt mich wahrscheinlich dieser Fahrstuhl hin. Der geht darüber. Dann sind wir da. Gehen wir da entlang, da runter. Hier entlang. Um da wahrscheinlich ein paar Viechers zu töten. Ah, dann fahren wir das runter. Ganz weit runter. Holen uns die Materie.
gehen hier rüber und holen uns die Materie. Alles klar, der Plan steht. Also wie jetzt? Sieht aus, als wären wir im Kreis gelaufen. Ja. Mal sehen, wo ist der letzte Strahler? Ja! Los geht's, Leute. Der Plan. Der letzte Strahler. War ein ganz schöner Umweg hierher, was? Hier haben wir keine Wegmarkierungen. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja, wie Biggs wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so viel Sorgen. Meins. Mogri-Medaille. So, was haben wir denn hier? Damit fahren wir das ganze Gestell rüber, ja? Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen zuallererst die Materie holen. Ich bin gierig, ich brauche die zuerst. Erst dann fühle ich mich gut. Was soll das werden? Ein Ausflug? Naja, ich bin mal nicht so. Ja, wir machen einen kleinen Ausflug, Barrett. Du wirst dich schon freuen, wenn wir die krasse lila Materie haben, was immer lila ist. Warte, wir haben sogar einmal lila, oder? Moment, welche Taste war das? Da. Da. Was ist das? Das ist einfach nur eine seltene Materie wahrscheinlich, ne? Na gut. Schau mal, was wir hier zu bekämpfen haben. Wir platt. Ja, eine nach dem anderen. Huch! Oh. Alles klar. Dann direkt mal ein bisschen Blitz rauf. Okay, das soll. Wir sind ziemlich im Arsch gerade. Merke ich gerade. Cool. Das dürfte sich als schwer erweisen, hier durchzukommen. Ach du Scheiße, wie krass sind die denn drauf? Jetzt nicht schlapp machen. Okay. Ich verstehe. Also, ihr seid schon krass drauf. Wir müssen die schocken. Leute, wir müssen sie schocken. Ah, ja, ihr habt alle keine ATP. Ein. Alter. Wird das nichts. Okay, wir müssen hier echt irgendwie anders dran gehen an die Sache. Okay. Was ist, wenn wir Barrett nehmen? Ich leg los. Gib auf dich acht. Oh Gott! Nimm dich Barrett. Jetzt. Er ist schockanfällig. Schluss mit lustig. Und schmeckt dir das? Tiefer, heil dich mal. Heil dich. Wenn wir den ersten kriegen, haben wir es so gut wie geschafft. Okay, Mutangriff. Oh, Scheiße, zu spät. Okay. Machen wir Schock gegen den. Und dann nehmen wir Tier. Ach, geht nicht. Ah. Okay. Gegenstände, Supertrank für Barrett. Nimm das! Nachschlag! Nee. Oh. Darf jetzt nicht schlapp machen. Okay, die greifen gerade Barrett an. Schlappe! Was soll denn das? Und weiter. Oh, gerade noch so. Okay, Tifa, komm. Nicht aufgeben. Die miesen Dreckschweine. Die fokussiert mich. Los. Holy shit! Oh, ich bin am vergiftet. Ich bin am vergiftet. Oh, Hilfe! Alles im Griff. Jetzt tötet doch die andere. Okay. Fähigkeit.
Reduziert vorübergehend den erlittenen Schaden fährt einschüchtern fast jedes Mal. Ja, dann mach mal. Scheiße! Was willst du denn von mir? Ich mach doch gar nichts! Wird das nichts? Und tschüss! Scheiße. Hey, was kannst du denn da? Aber ich hab ja noch Phönixfedern. Alleine schaffe ich das nicht. So leicht lasse ich mich nicht unterkriegen. Und tschüss. Ja, eine ist tot. Wir haben es geschafft. Oh. Und jetzt blitzen wir das Ding zu Tode. Bringt mir die Köpfe zum Rauchen. Genug? Ich seh dich! Da geht noch was! Okay, jetzt nochmal ein Supertrank. Nix passiert! Also stärker als ein Boss hier. Scheiße! Noch bin ich am Leben! Okay, nochmal Schock. Achtung, jetzt knallt's! Oh, Cloud ist am Limit! Da stehen wir durch! Ausgerechnet jetzt! Wir müssen ihn erstmal schocken. Oh nein. Da also. Wir müssen ihn schocken. Cloud? Cloud, ich brauch dich jetzt. Erstmal machst du Impulshieb. Keine Chance. Und ich muss mir leider einen Supertrank gönnen. Keine Chance. Ich seh dich. Was für eine Ich glaube, ich muss auf, aus dem Gift hier raus. Okay. Jetzt noch ein Schockschuss. Okay. Muss durchhalten. Wir brauchen gar nicht den Limit. Vielleicht können wir den später noch einsetzen. Mal gucken. Hab das unterschätzt. Holy shit. Die war doch ein Leben. Heilige Scheiße, was war das denn? Oh. Oh mein Gott. Das war ja grau. Okay. Alles Gute kommt von oben. Ich nehme meine Aussage von vorhin zurück. Das war der nervigste Kampf aller Zeiten. Uff. Ich hoffe, das ist die beste Materie der Welt, ansonsten kotze ich nur. Komm ich da jetzt ran? MP Boost. Na gut, ich habe noch keinen Zauberer, aber das könnte helfen. So, die war. Ich hoffe, wir sind keine Gegner. Ja, wir haben es geschafft. Die beste Materie aller Zeiten. Kommt zu mir. Elementaraffinität. What is in that? Nee, Materia. Eine blaue. In Waffe zusätzlich Elementarschaden von 8. In Rüstung halbiert Elementarschaden. Das ist echt gut. Ich werde sie einfach mal hier reinpacken. Gewitter, Chakra. Einwendbar Heilung 30%. Das sollte ich vielleicht drinnen lassen. Weil wenn ich auf 40% komme, ist das locker ein Supertrank. Was haben wir hier drin? Analyse. Was ist, wenn wir die Analyse jemand anderen geben? Stattdessen packen wir hier Feuer rein. Wieso heißt es hier Glut? Hä? Hatten wir nicht Feuer da drin? Ist das nicht Feuer? Wieso heißt das jetzt plötzlich Glut? Irgendwas stimmt hier nicht. So, 23% zusätzlicher Elementarschaden. Das könnte gut sein, ja. Nehme ich auf jeden Fall. Ist jetzt für dieses Schwert nicht unbedingt Knorke. Für mein altes Schwert eher. Aber ich nehme es trotzdem mal rein. Habe ich jetzt eigentlich... Wo konnte ich das nochmal sehen?
Eisenschwert. Geschicklichkeit ist auf 100%. Das heißt, wir haben jetzt diesen Angriff, ne? Wir haben hier 4 Slots in diesem Schwert. Ah, hier habe ich weniger. Viel, viel weniger. Aber dafür mache ich da halt auch einen krassen Schaden. Hier mache ich auch viel Magieschaden. Schwer zu sagen. Aber diese 6 Schaden, ich glaube, das macht nicht viel. Das gibt uns natürlich noch ein bisschen Abwehr. Und sieht auch geiler aus. Aber diese Slots. Kann ich nicht nein sagen. Kann ich nie nein sagen. Komm Leute, wir sollten uns erstmal ausruhen, bevor wir weitergehen. Das war ein harter Kampf. Puh. So Leute, und ich würde sagen, mit diesem endlich großen Erfolg verabschiede ich mich für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiterhin... ich hab's gleich Schleim gehört. Weiterhin hier durch die Gegend irren und die letzte Sonne ausschalten. Haut rein, euer Zero. Ciao.